Jo, hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier in einem weiteren Teil meines GTI Racing Simulator Let's Plays. So, da sind wir jetzt auch schon. Und da würde ich sagen, wir legen sofort los. Ich habe mich entschieden, dieses Mal den Wagen, also vor dem Rennen, nicht zu tunen, weil ich noch Kohle scheffeln möchte, um mir was Ordentliches zu kaufen, also ordentliches Tuning-Kit. Und blablabla, dann legen wir mal los hier. Moment, genau. Dritte Etappe. Start. In Linguadoca. Und dann würde ich sagen, wir legen sofort los. Nur einen Schluck Kaffee, Moment. Oh, geile Sache, echt. Ich liebe Kaffee. Ist schon fein. So, dann Start. Jo Leute, viel Spaß wünsche ich euch. Langsam, Freundchen. Reiß dich mal zusammen hier. Ah, ich hätte vielleicht auch den Wagen tunen sollen, wirklich gerade eben. Aber wohl, Moment. Vielleicht schaffe ich auch ohne große Mühe an den ersten Platz zu kommen. Das sehen wir dann. Wow. Da hat es jetzt auch nicht gescheppert hier. Aber der 1er Golf Cabrio vor mir, hey, der gibt da ordentlich Gas. Hey, der pest wie verrückt. Habt ihr das gesehen, Leute? Was der da abzieht, hey. Aber den hole ich mir, den Burschen. Hoffe ich. Platz 1, super. Wow, das war jetzt echt sehr, sehr knapp, ne? Also der zweite, der Cavalera, der ja, hat nur mit einer Sekunde und 1,76 Sekunden, ne, Unterschied, hat er sich schlagen lassen. Gott sei Dank. Dann gucken wir uns jetzt mal die Wiederholung an. Jo, dann viel Spaß, Leute.
bisschen Probleme, wie man sieht, mich hier irgendwie ein bisschen frei zu machen. Also nicht auszuziehen, ihr versteht schon, was ich meine. Dass er einfach an den anderen vorbeiziehen kann, das hat dann irgendwie nicht geklappt. Ja, und vor allem der 1er Golf Cabrio, echt, der hat mich da so fertig gemacht. Der ist eigentlich echt gut gefahren, der Kerl, echt. Sagen, was man will, aber mein Golf schaut irgendwie am besten aus, finde ich. Von all den Teilnehmern habe ich wahrscheinlich den schickesten Golf. Schaut echt gut aus. So, Kaffee ausgetrunken. Eieieiei, was ist da passiert? Heide Witzka. So, ich glaube, ich führe jetzt, oder? Führe ich jetzt schon? Ja, ich führe, super. Sieht echt toll aus. Super. Boah. So ein Trottel. Warum ist der jetzt extra noch mal drauf gefahren hinten? Verstehe ich nicht. Naja. Wenn es ihm Spaß macht. Was? Blur? Wollte ich doch gar nicht als Blur. Saturate. Edges. Aha. Uiui. Alter Film. Fresh. Das soll fresh sein. Das sieht irgendwie ausgewaschen aus. Boah. Uiui. Was ist denn das hier? Teils. Okay. Standard. Ach, da machen wir doch was. Motion Blur. War das jetzt Motion Blur? Nee. Ach, keine Ahnung, ist doch Wurst. Ja, dann gehen wir auch weiter. Erster Platz, jawohl. 6000 Öcken. Super. So mag ich das. Und jetzt habe ich über 13.000 in der Tasche. So lässt sich's wirtschaften. Jetzt schauen wir mal, wie viel haben wir noch eigentlich zu bestreiten. Ein Rennen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rennen noch. Okay, und dann bin ich durch, oder wie, oder was? Keine Ahnung. Scheint so. Aber bevor es soweit ist,
Machen wir jetzt erstmal Folgendes. Und zwar, ich gehe in die Werkstatt und schaue, was ich für 13.000 bekomme. Da sollte ich halt... Moment, erstmal möchte ich den Wagen reparieren lassen, weil so geht das gar nicht. Das ist Schwackes hier. Okay, für 35 Dollar kann ich den Wagen richten. Und Ersatzteile, okay. Wow. 20 PS mehr mit einem guten Filter. Was sagt der Turbolader? Boah. Okay, der hat 25 PS. Okay, dann hätte ich jetzt 10 PS mehr. Müsste aber 10.000 Öcken zahlen, ne? Schon viel, schon viel. Aber andererseits, Leistungssteigerung 20 PS. Hier Leistungssteigerung 7,2. Das heißt, dann habe ich 13 PS gewonnen. Ja, was soll ich machen, ne? Ich will die Leistung, also kaufe ich auch Leistung. Kaufe ich, jawohl. Ja, bitte. Zack, schön. So, jetzt habe ich noch 3600 Öcken. Okay, ja, genau. Leistungssteigerung 2,4 PS. Kaufe ich, jawohl. Ja, bitte. Dankeschön. Okay. Moment mal, schauen wir mal kurz hier. Ja gut, für 1800 kriege ich jetzt eigentlich, ich glaube, nichts mehr. Nee. Ja. Hm. Ah, Stufe 2 kostet immerhin 10.000. Naja gut, egal. Auf jeden Fall, wir haben jetzt insgesamt 179 PS. Das ist, glaube ich, für einen Golf 4er nicht schlecht. Wir kommen so grob an das, was ich mir vorgestellt habe, dass der Wagen so ist, um die 250 PS haben wird. Und dann kann man sagen, hat man doch eine ziemlich schnelle Rennsemmel. Doch, sollte passen. Okay, das soll auf jeden Fall was für das nächste Mal sein. Jetzt zumindest sind wir fertig mit diesem Race. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, wie immer, könnt ihr mich liebend gern abonnieren. Glöckchen drücken bitte nicht vergessen, werdet immer schön benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues für euch am Start habe. Ich sage danke nochmals fürs Zusehen. Wünsche euch alles Gute, bleibt anständig, sauber und gesund. Bis bald. Ciao, ciao.